Das sind meine Gilde draußen, Mädel. Du solltest dich beeilen, sie aufzusammeln, bevor es jemand anderes tut. Ja, ist ja gut. Ruhig, Braune. 500 Gilde, Donnerwetter. Das reicht ja um eine ganze Woche lang. Ich meine, gut gemacht, Aldaria. Mhm. Nun, da du aufgewärmt bist, können wir mit deiner Lektion beginnen. Genau genommen handelt es sich eher um eine Prüfung. Im westlichen Teil der Land, direkt beim Skorpionentreff, findest du 4 große Steine, die als Prüfungssteine bekannt sind. Möchtest, dass du jeden von ihnen mit der Technik Schlag auf Schlag zu Leibe rückst. Die Wucht deiner Schläge wird die darin ruhenden Erdhexagone erwecken, die du besiegen musst. Sollte der Gegner übermächtig und die Angelegenheit zu haarig werden, ist es keine Schande, dich mit einem Sprint in Sicherheit zu bringen. Sobald du dich wieder gefasst hast, kannst du dich dann wieder ins Getümmel stürzen. Und denk daran, deine Schläge zwingen den Gegner zu Boden. Aber es ist deine Fußarbeit, die dich auf den Beinen hält. Nun zieh los, Aldaria, und viel Glück. Hier. Report für diesen Partner-Outfit. Ja. Na? Das sieht auch richtig cool aus. Ich mag das Rot. Voll cool aus. Ich bin noch nicht so weit, dass ich mir überhaupt was an Projektionen... Eine habe ich. Eine Person hat das alles in Blau. In Blau stelle ich mir das auch richtig cool vor. Aber ich glaube, in Rot wird mir auch besser gefallen. Rot sieht richtig cool aus. Wo muss ich jetzt hin? Da hinten hin. Da habe ich, glaube ich, auch noch eine Nebenquest. Namens Lena. Mir geht's soweit gut, und dir? Beziehungsweise euch. Werden mehr Punkte. Immer mehr. Hui. So, Kaktoren gibt's hier. Westliches, westliches, westliches. Kaktoren. Ich will die ausgeben, aber man kann zurzeit keine Kurs verschenken. Oh, alles gut. Alles gut. Ja, können wir machen. Sind wir fertig mit den Kaktoren? Einer noch. Und Stufe 10. Gruppe war das, ne? Dann dafür. Oder geht das ohne Gruppe? Warte mal. Kann noch einmal kurz. Wo war das dann nochmal? Wo sieht man nochmal? Ich schon wieder? Ja. Kampfeffekte habe ich sogar alle an. Jetzt habe ich die recht alle an. Okay. Erstmal sämtliche Viecher der Gegend wieder. Oh, die Waffen sind cool. Voll geil. Lebt Biaku-Fäuste. Bin du in 2.0? Alter, die armen Kaktoren! Ey, die haben halt so null Chancen, ne? Und Markus war gerade wissen, dass er nicht so nervös ist wegen morgen. Ja, das glaube ich. Das
glaube ich. Dann grüße ich ihn ganz lieb zurück. So, ich hatte hier aber noch die Quest, ne? Ja, unten sind doch die Quests. Dann kann ich die gleich machen. Die armen Viecher, ey. Achso. Und dann das Hexagon. Das ist auch FF gerade. Jol. Der Hühn. Wäre enttäuscht, wenn es was anderes wäre. Nein, alles gut. Ja, ich spiele jetzt ja auch seit langem mal wieder FF. Ist ja lange her. Ich bin gerade dabei, weiterzulernen. Bin ich auf dem anderen Char auch tatsächlich. Beziehungsweise so teilweise. Ich versuche ja immer noch den Samu auf 90 zu kriegen. Auch wenn ich zurzeit sehr Innie-faul bin. Ja. Aber nebenbei habe ich auch ein bisschen den Weisen schon versucht zu spielen. Aber mal gucken. Ja, nee, ich wollte das nicht anklicken. Danke. Ich wollte draufschlagen. Das kam, wir haben ja vom Weisen aus, geil. ich spiele gerade Endwalker. Ist das schon ein Endwalker? Ist das schon so weit? Ah, aber fleißig. Ich habe ein dreimal beim letzten Boss, beim Alexander Raid, den Weisen gespielt. Mich kann nichts mehr schocken. Dann hat das ja gekauft mittlerweile, ne? Also komplett gekauft mit Abo und so. Jetzt brauche ich erstmal drei. Warum laufe ich eigentlich zu Fuß? Bin ich eigentlich komplett eine Sugar? Warum laufe ich zu Fuß? Ich habe Fragen an mich selber. Ich habe einfach nur Fragen an mich selbst. Ja, ein Punkt dafür vorgespielt. ich glaube ich auch nicht. Das war meiner. ja, kann sein, Lena. Kann sein. Goblinräuber und Sandkröte. Sandkröte müsste unten sein, glaube ich. Die Sandräuber müssten da, glaube ich. Also, die Goblinräuber. Goblins. Hallo. Seid zu sterben. Ja, aber den Weisen müsst ihr auch mal weiterspielen. Müsst ihr allgemein mehr mit dem anderen Charme machen. Aber das Einzige, was ich zur Zeit mit... Hallo, Shady. Das Einzige, was ich zurzeit mit dem Char auf Shiva mache, ist die Insel. Beziehungsweise, ich habe hier alles auf 3. Das Einzige, was ich da mache, ist halt die Steinchen jetzt mir holen, damit ich die Mounts kriege. Das ist das Einzige, was ich zurzeit mache. Also einmal kurz alles rein, dann in der Gilde ein bisschen was und dann gehe ich wieder raus.
Also nicht besonders viel. Yay! Wüstenpeiste. Peiste schon wieder. Müsste auch da drüben sein. Also da hinten. Ich mag meine Gun. Der Maschinist ist allgemein cool. Ach ja, die ist cool. Ich finde das kleine Ding. Was ist da unten so toll? Das ist gemein, Kitty. Das ist so gemein. Gemein, ich will das auch. Ich will das auch hat. Okay, dann erstmal kurz die Nebenquest da unten abholen. Bisschen Nebenquest-Time. Hier haben wir ein bisschen was. Huch. Alter, das hat gezischt. Alter. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Hoffen und warten, dass das Event nochmal kommt. Ja, ich hoffe auch. Hier ist Niklas, irgendwas wurde von Lena mal gespielt auf meinem Silber, hier ist, wenn ich zocken kann. Ah, okay. Jo. Dann viel Spaß euch. Das ergibt jetzt Sinn. Weil ich habe mich nämlich gewundert. Weil ich dachte immer so, hä? Das ergibt so nicht viel Sinn. Aber dann viel Spaß euch. Dieses Emote! Shady! Oh mein Gott, der Emote ist cool. Was ist das? Da bist du ja schon wieder. Du bist eine Abenteurerin, nicht wahr? Wunderbar, dann solltest du ja Übungen vertreiben lästiger Elemente haben. In einer Pause zwischen den Schichten lungert hier nämlich immer so ein Haufen unverschämter Typen rum. Wenn du nicht vollkommen blind und taub bist, sind dir vermutlich schon die Dampframen östlich von hier aufgefallen. Ihr Lärm ist einfach nicht auszuhalten. Scheint sich auch auf das... Oh mein Gott. Scheint sich auch auf das Hörvermögen der Arbeiter auszuwirken. Die können sich nämlich nur noch schreiend unterhalten. Am liebsten tun sie das leider hier auf dem Silberbasar, wo sie so gut wie jede freie Minute verbringen und gerade so noch ihre stechenden Achselschweißgeruch verbreiten. Lecker. Ganz zu schweigen von ihren Pöbeleien. Die Kerle sind nämlich nicht zum Verspeisen ihrer Butterbrote hier, sondern sollen im Auftrag des Bauunternehmens die Bewohner vergraulen. Rotzfrech sind die Typen und lassen sich von niemandem etwas sagen. Aber vor einer stattlichen Abenteurerin wie dir hätten sie bestimmt Respekt. Kannst du die Halunken für uns verjagen? Bitte, bitte. Ja, und die ist auch so cute. Ja, ich hätte ihn auch so gerne. Ich hätte den Wauzi auch so unglaublich gerne rum. Habe ich den jetzt angequatscht? Oh. Der Wauzi ist so cute. No! Da muss ich irgendwie an unseren Hund denken. Gut, bei ihr, ihre Ohren hängen sowieso schon runter, aber... No! Oh, cute. Hey du, interessiert nach schnellen Geld zu machen? Brauchst du fast keinen Finger dafür zu krümmen. Aber was du tun musst, ist etwas Kobalosöl von... Du ahnst es schon, Kobalosen zu besorgen. Und Adelard in Kampframme 2 auf der Himmerweide zu bringen. Ein Kinderspiel für eine stramme Abenteurerin wie dich, nicht wahr? Dachte ich mir doch. Die Leute hier haben nicht viel übrig für die Idee einer groß angelegten Sanierung dieser Region. Die glauben immer noch, dass der Silberbazar auch so wieder zu alten Glanz zurückfindet. Innovation ist den rückständigen Träumern zuwider. Ich komme zwar auch von hier, aber solange genug Geld dabei rausspringen kann, von mir aus alles dem Erdboden gleichgemacht werden. Kein Wandel, kein Fortschritt, keine Kohle, nicht wahr? Freut sich sehr, dass er das spielen kann. Er freut schon, wenn er mit dir spielen kann und in der Gilde. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Denke ich mal. Ich vermute es jetzt einfach mal. Was glotzt du so? Mich kann man nicht kaufen. Verzieh dich. Was soll ich nochmal machen? Achso, Schuld. Schuld zu weisen. Sag mir das doch mal einer.
Oh, sag mir doch mal, was ich tun muss. Ich lese doch nicht. Okay, das passt jetzt gerade nicht. Doch, ich lese, aber ich achte irgendwie nicht drauf, was ich tun soll. Ja, ist schon gut. Ich hau ja ab. Hauptsache, ich habe meine Ruhe vor dir. Falls diese Kikipo dich geschickt hat, bestell ihr mal schöne Grüße. Sie wird schon bald wieder von uns hören. Glaub bloß nicht, dein erbärmliches Imponiergehabe würde auch nur ein Dot an der Sache ändern. Der Silberbazar ist schon bald in unseren Händen. Das Outfit ist auch cool. Vor allem die Waffe ist halt geil. Allein der Griff. Warte mal. Alter, das sieht richtig geil aus. Da mit den Steinen. Wohl cool. Blau. Hier ein Langschwert. Wohl cool. Richtig cool. Ja, ich weiß, ich gaffe schon wieder zu viel. Ich weiß, es ist schlimm mit mir. Ich gaffe allgemein zu viel. Aber nur im Spiel. Ha, du willst ja Stadtwache spielen? Von mir aus. Bislang hat noch jeder von Kikipos Lakaien früher oder später das Handtuch geworfen. Und tschüss. Schuld. Also gut, heute kommst du doch mal gelähmt. Ich sollte aufhören zu lesen. Das wird heute nichts mehr. Es wird nicht mehr besser. Glimpflich davon. Hab nämlich mal einen prügelfreien Tag, musst du wissen. Den Witzfiguren von Händlern zittern die Knie eh schon genug. Sie und ihre großen Sachen, die sie gerne anfassen will. Oh, Alter! Das wird mir jetzt den ganzen Stream noch vorgehalten, oder? Das wird mir jetzt noch den ganzen Stream vorgehalten. Wo ist eigentlich Kitty hin? Kitty? Das ist so ein Standardschwert auf Level 70 bis 80. Echt? Okay, dafür sieht das aber verdammt geil aus. Dafür, dass es ein Standardschwert war. Das kommt sogar später auf den Grabstein. Oh nein, bitte nicht. Ich bin verschwunden. Ich merke das schon. Du stehst doch bestimmt irgendwo hier. Irgendwo stehst du. Das gesagt, wenn der Geld hat, ist es soweit und die Aktion kann beginnen. Ich bin nicht mehr gespannt. Achso, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Bin ich gerade blöd und finde ihn einfach nicht? Ah, da. Oh, nee. Okay. Doch. Beides. Hey du bist so eine Abenteurerin, nicht wahr? Dann musst du unbedingt was wegen meines Vaters tun. Der fährt nämlich überhaupt nicht mehr raus zum Fischen. Obwohl das eigentlich sein Beruf ist. Als Ausrede führt er immer nur an, dass ihm sein Kompass kaputt gegangen sei. Da ist irgendein Reittier. Ach, Shelly. Der Kompass ist eine Spezialanfertigung von Steam. Und lässt sich nicht so einfach reparieren. Man bräuchte dafür schon einen natürlichen Magneten. Solche Magnete findet man in der Nähe des Leuchtturms. Dummerweise aber auch zahlreiche Erdhexagone, die von ihrer Strahlung angezogen werden. Mir sind die eine Nummer zu groß, auch wenn ich es sonst ja fast mit jedem aufnehme. Also bist du gefragt. Traust du das doch sicher zu, oder? Drei Magnete sollten ausreichen, um den Kompass zu reparieren. Bringen Sie einfach meinem Vater Galfridus. Der lungert bestimmt wieder jeden Tag am Eingang der Siedlung herum. Du solltest sie also problemlos finden können. Brauchst du nicht umsinnen. Ich bin gerade in Overwatch und warte und schaue, ob man noch eine Indie schafft. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich bemühe mich. Es sind ja eigentlich nur noch vier Level. Aber ich will halt diese EP hier nicht verstreichen lassen, wenn du verstehst, was ich meine. Außerdem habe ich noch zwei Stück. Hey, das ist mein Schlafplatz hier. Lass mich in Ruhe. Achso, Schuld muss ich ja wieder. Ich beeile mich doch. Also, eine schaffen wir definitiv. Hast du keine Manieren? So findet ein hart arbeitender, redlicher Mann
wie ich nie einen wohlverdienten Schlummer. Dieses verfluchte Silberbazar gehört zum Erdboden gleichgemacht. Jawohl. Nein, Shady. Eine Schweigeminute für Shady. So, Sandkröte, Wüstenpeister. Müssten hier dann ja auch sein. Sind doch die letzten beiden. Ah ne, die Sonnenviecher, was war das? Sonnenmückenschwarm brauchen wir auch noch. Ein paar Totstellen kann jeder. Blaumeier geben, Blaumeier kennen sie wenigstens richtig. Ah, nett. Ich kann nichts davon. Ach, diese Ruhe. Einfach himmlisch. Danke, dass du die Typen vertrieben hast. Ich weiß nämlich genau, was sie im Schilde führen. Die wollen die Grundstückspreise hier drücken und das Land billig aufkaufen. Mit ihrem Dampframmen draußen treiben sie Fehler in den Untergrund, um die Böden auf dem Bau großer Gebäude wie in der Hauptstadt zu festigen. Und der Bazar würde sie am liebsten gleich mit einstampfen und hier ein lukratives Wohngebiet errichten. Aber da haben die gierigen Herren Spekulanten ihre Rechnung ohne Kikipo gemacht. So leicht lasse ich mich hier nicht verjagen. Viele meiner Nachbarn haben ihre Zelte zwar schon abgebrochen, aber ich lasse meine Heimat nicht im Stich. So, ich darf wieder Monster klatschen. Huch, das war dumm. Oh, riesiger Vogel. So. Hämmerweil, Horizontblick, Horizontblick. Okay. Das mit der Kröte gucke ich gleich. Da greife ich was an. Ich komme da nicht hoch jetzt. Ach, wegen dem Fade. Ah ja, okay. Da kommt schon. Okay. Tschüss. Oh, ich brauche ebenfalls. Hier, kleines Kobalos. Hier. Meine Junge, genug viele Blätter. Wofür dieser Blätter? Ich habe 164 dieser Blätter. Ich will eigentlich diesen Feld gar nicht machen. So gebe ich die Dinger auch noch mal kurz ab. Warum braucht man so viel Gitterblätter? Also ich weiß, wofür man Gitterblätter braucht, aber warum braucht man so viel? Oder will man die weiterverkaufen? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, verkaufen die sich gut Gitterblätter? Ich habe lange nicht mehr aufs Marktbrett geguckt. Also. Nein. Nicht den Magneten vergessen. Alles. Aber nicht den... Achso, das ist ja nicht meins. Jo, dann mache ich jetzt kurz ein bisschen Bestiarium wieder weiter. Ja, ich habe meinen... In der Regel auch immer draußen, aber ich brauche... 162 reich? Was? Das reicht doch. Wie kriegt man denn für eine Million? Oder mehr als eine Million. Also wenn man die komplette Seite hier... Huch. Wenn man jetzt so eine komplette Seite voll macht. Braucht man das?
gut, ihm das seine. Also, ne? Ich sag ihm nichts gegen, aber... Ich hätte da gar keinen Platz für. Ich bin immer froh, wenn ich überhaupt so ein bisschen Platz in meinem Inventar habe. Dass da überhaupt irgendwas reinpasst. Heizung? Könntest du bitte wieder angehen? Das wäre super. Lass mich in Ruhe. Ich habe schon genug damit zu tun, die Maschinen wieder in Gang zu bringen. Da kann ich auf deine laienhafte Ratschläge verzichten. Und das ist das Kobolosöl ausgegangen. Uns ist das Kobolosöl ausgegangen. Jetzt haben einige Kolben den Dienst versagt. Mag man keinen Helikopter. No. Hey, Moment mal. Dieser Geruch feinstes Schmierstoffaromen in meiner Nase. War dieser Pfafferfono am Ende doch was zu gebrauchen? Meine Bosse wollen aus diesem lumpigen Bezirk ein luxuriöses Wohngebiet für Leute mit ordentlich Geld in den Taschen machen. Den Boden stabilisieren wir mit Holzpfeilern, weil er etwas weich ist. Denn Protzbauten der reichen Knacker sonst nicht genug Halt bieten würde. Am liebsten würden wir ja auch den Bereich bis zum Zentrum des Silberbazars gleich mit sanieren. Aber die Alteingesessenen wollen sich einfach nicht abfinden lassen. Egal welches Sümmchen wir ihnen bieten. Insbesondere diese Ladafell namens Kikipo ist ein wahrer Sturkopf. Das ist besonders ärgerlich, weil ihr ein Großteil des Landes hier gehört. Kannst ja mal ein gutes Wort für uns einlegen, wenn du die Dame triffst. Mal gucken. Sieht auch cool aus. Ja. Knackwurst. No. Dankeschön. Eine Knackwurst. Hallo, Nox. Hallöchen. Mir geht's soweit gut. Lass dir dein Essen schmecken. Jo, Sandkröten. Die müssten unten sein, ne? Die Sandkröten. Ja, nein, vielleicht. Ich hoffe. Dann Wolf heulen hören. Aua. Aua. Wahrscheinlich bin ich jetzt umsonst runtergesprungen? Nee. Macht ihr jetzt hier eine Emote-Party? Ich meine, macht ruhig. Macht ruhig. Tut euch keinen Zwang an. Oh mein Gott. Was ist das denn? Okay, das sind coole Emotes. Ich darf schon wieder fremde Emotes, ich weiß. So, wie sieht es eigentlich mit meinem Mitstreiter aus? Ah, bald. Pizza Hawaii. Pizza Hawaii ist geil. Liebe Pizza Hawaii. Aber das wisst ihr ja mittlerweile. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was es bei mir gibt. Ich hab keine Ahnung. Hi, Shady. Okay, Fachstufe 13. Mitstreiter. Ja, Mitstreiter hat auch bald ein Level Up. Nox, wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Jetzt holt ihr mal eure Emotes raus, ha? Macht mal. Hast du jetzt die Erlaubnis bekommen, mir die Pizza zu bestellen? Jo. Lieb von deinem Schatzi. Also, das freut mich. Das freut mich. So, Wüstenpeiste und da sind die komischen Mücken. Heieieiei. Die Monster sind immer toll, das stimmt.
Deine sind auch mega cute, Kitty. Liebe deine Emotes immer noch. Ich sehe hier einen Stream mit guter Musik, also für dich. Ja. Danke, Kühn. Wo muss ich das? Die Wüstenbeiste brauche ich, ne? Da sind die Wüstenbeisten. Also Stufe 13 kriege ich auf jeden Fall. Vielleicht sogar mehr, wenn ich den Feld hier mitmache. Und dann viel Glück für die Operation morgen. Müsst du nur mal wieder Motivation haben, auch mal wieder zu streamen. Dann auf gar keine Lust. Wir haben keinen Plan, was ich spielen will. Oh. Ja, aber das mit der Motivation kenne ich. So, Stufe 13. Das mit der Motivation kenne ich. Zur Zeit ist es für mich auch ein bisschen schwierig, mich manchmal aufzuraffen. Und am Ende will ich dann gar nicht mehr gehen. Das ist dann immer so. Heute hatte ich nämlich auch eher so Semi-Motivation, hab mir dann aber gedacht, ach komm, ich habe letzte Woche schon aus Gründen ausfallen lassen. Sitze ich mich rein, ich würde ja eh zocken. Das war dann mein Argument. Ja. Das geht ja sogar mit dem Magen. Mit Magen geht's ja sogar. Muss weniger aufs Klo als gedacht. Liegt aber vielleicht auch an den Tabletten. Wenn ihr kommt, komme ich aus Ohr 2 wieder raus. Den FF rein. Alles klar. Sollte gleich soweit sein. Setz ich. Ich mach dann gleich die Quest dann noch zu Ende. Stufe 14. Okay. Bomber, Riesenschildkröte, Baumkronenbussard. Okay, dann hole ich mir jetzt einmal die Bomber. Und das ist ein dicker Wal. Dann mache ich kurz die Quest. Da fertig, damit ich da wenigstens noch meine Dinger kriege. So. Boah, 4 brauche ich. So, da ist die 15. Dann mache ich jetzt noch kurz fix die Quests. Dann habe ich trotzdem noch. So. Wunderbar. Genau, ein Bomber. Natürlich mache ich das. Alter. Nein. Aber ich kann dich jetzt wieder beleben. Das kann ich jetzt wenigstens. Mittlerweile kann ich. Hihi. Will bringt sich jetzt nicht nochmal um. So, ach, ich habe den Faustkämpfer da noch gar nicht reingezogen.
Ich werde angerotzt. Okay. Muss ich das einmal? Und. Einmal da rein. Oh. Ich bin ja auf Heiler. Du Faustkämpfer. Komm. Und dann mache ich einmal kurz meine Quests. Sollte ja nicht mehr so lange dauern, bis ich das da unten fertig habe. Und dann wäre ich soweit, Kitty, sobald ich da mit dem Quest fertig bin. Erfrisches. Ich mag Twintania. Ich freue mich, wenn ich endlich fliegen kann. Das wird so toll. Ich weiß, dafür musste ich endlich mal die Hauptstory weiterspielen. Ich weiß es doch. Vor allem diesen Move finde ich halt richtig cool, diese Schraube. Hat was. Da steht bei mir ja noch keiner. Was willst du von mir? In See steige ich heute ganz bestimmt nicht. Mein Estame-Kompass hat nämlich dieses Zeitliche gesegnet und ohne den fahre ich nirgendwo hin. Was? Du hast mir natürlich Magnet besorgt? Auf Bitten von Danielle? Was hat sich der Rabauke dabei nur gedacht? Selbst wenn der Kompass wieder funktioniert, mein Kutter ist klein und besteht aus mehr Lecks als Planken. Damit sind keine großen Fänge zu machen. Früher, als die modernen Hochseeschiffe noch nicht gab, war alles anders. Von überall landeten kleine Fischerboote in diesem Hafen und löschten ihre Ladungen. Der Handel blühte. Doch jetzt ist unser Hafen wie ausgestorben. Und wie mein kaputter Kompass, weiß niemand, in welche Richtung es weitergehen soll. Ich bin da leider keine Ausnahme. Als mein Kompass seinen Dienst versagte, verlor ich auch das letzte bisschen Hoffnung. Und nahm meinen Sohn die Zuversicht gleich mit, wie es scheint. Was bin ich nur für ein erbärmlicher Vater? Ich gelobe ihm von nun an ein besseres Vorbild zu sein. Vielen Dank, dass du mich auf den rechten Weg zurückgeführt hast. Gerne doch.